Eine Schwierigkeit ist auch immer der mit dem, wie soll ich dem sagen, die Gottesmutter. Was haben die für Schwierigkeiten mit Maria? Ich verstehe das nicht. Also, hört einmal. Es war einmal, jetzt bringe ich eine Bildsprache, ja. Aber ich sage es dann, die Bildsprache. Es war einmal ein König, lebte in einem großen Schloss. Er war streng, aber gerecht. Rundherum war ein Bauer angestellt, dass er der Rasen alles pflegt. Auf der Welt würde man sagen, er war nicht der Hellste. Aber er liebte diesen König. Und als dann gegen den Herbst der erste Apfel vom Baum runterfiel, meistens weiß man, wie der Apfel aus ist, wenn er runterfällt. Es kann man mal wunderbar schön aussehen, aber inwendig ist er faul. Nun ja, der Bauer hat den herrlich prächtigen, farbigen Apfel gesehen und schaut dazu zum Schloss, sagt er, den bringe ich dem König. Mein erster Apfel soll dem König gehören. Dann ging er halt auf, vor die Tore, da waren die Wachen. Hey, nichts da. Der Bauer ließ nicht nach. Er liebte ja den König. Und da gab es eine ziemliche Diskussion. Und die Königin, die Frau vom König, Königin, war gerade im Garten und hörte diesen Lärm, ging hin, schaute, was da los ist. Und als sie dort war, sagte, was ist denn los, was habt ihr denn? Ja, schau mal, dieser Bauer hat sogar noch Stroh in den Haaren und will zum König gehen. Ja. Und dann, die Königin, sie ist ja auch Mutter, oder? Mütterlich, sagt sie, nein, nein, komm mit mir, wir gehen zum König. Dann ist sie hineingegangen und beim Aufenthaltsraum sagt sie, setz dich mal einen Moment, ich tue noch den Apfel noch schön machen. Naja, sie ging so genannte Küche, schnitt den Apfelzweig und der Innern war es natürlich faul. Und sie wollte dem Bauer doch die Freude machen. Was wird der König sagen? Hat sie halt alles das Faule herausgenommen, hat sie irgendwie schön zu Wege gemacht und dann, weil das nicht mehr so ganz so gut aussah für diesen großen König, hat sie das teuerste Tellerchen genommen, verziert, hat sie drauf getan und dann ging sie zum Bauer und sagte so, jetzt gehen wir zum König. Der Bauer wurde dann doch unsicher und fast hinter der Maria, Entschuldigung, hinter der Königin gingen nach vorn. Und der König sieht da halt den mit dem Stroh da drauf und der Bauer, was ist denn los, was ist mit dem da los? Und dann die Königin, ach, schau, voller Liebe wollte dir den ersten Apfel geben. Der König schaut da drauf und sieht, dass seine Frau alles ganz schön hergerichtet hat, ihre Liebe, wo sie das verwendet hat, dazu. Dann sagt er, also Bauer, komm her. So geht's bei uns mit der Gottesmutter. Sind wir denn so vollkommen, dass wir direkt, ja, wir können direkt zu Jesus gehen, das stimmt. Aber wäre es nicht wertvoller noch, wer kennt denn den Heiland besser als die Mutter Gottes, die ihm vom Kind auf, er war ja zugleich Gott. Seine Mutter war, die er über alles liebte. Er nahm ja von ihr Fleisch an. Wenn ich jetzt das nicht akzeptiere, dann akzeptiere ich auch den Leib Christi nicht. Und so sagt die Gottesmutter auch, sie ist da, weil die Menschheit so
verblendet ist, zum Teil verrobt, der größte Heilige im Himmel hat Maria verehrt. Alle haben Maria verehrt. Und keiner kann sagen, jeder hätte noch mehr können werden, wenn er auf sie gehört hätte. Ich kann euch jetzt tatsächlich ehrlich sagen, wenn man von Gott geführt wird, vom Heiland, das ist streng. Wenn man von ihr geführt wird, das ist nicht so streng. Nehmen wir mal ein Beispiel. Pater Pio sagte: Maria, möge deine Seele mit dem Duft immer neue Tugenden durchtränken. Also Maria, möge deine Seele mit dem Duft immer neue Tugenden durchtränken und ihre mütterliche Hand auf dein Haupt legen. Franz von Assisi sagt: Sei gegrüßt, Herrin, heilige Königin, heilige Gottesmutter Maria, du bist Jungfrau zur Kirche gemacht und der Welt vom heiligsten Vater im Himmel, die er geweiht hat mit seinem heiligsten geliebten Sohn und dem Heiligen Geiste, dem Tröste, in der war und ist alle Fülle der Gnade und jegliches Gute. Und sagt zum Schluss: Sei gegrüßt, du sein Palast, sei gegrüßt, du sein Gezelt, sei gegrüßt, du seine Wohnung, sei gegrüßt, du sein Gewand, sei gegrüßt, du seine Magd, sei gegrüßt, du seine Mutter. Ist jemand, der vielleicht ein bisschen vollkommen ist, als der Franz von Assisi? Mit ihr zu Jesus. Ich darf doch zu euch reden und euch zu Jesus führen, oder? Jeder von euch darf das. Warum Maria nicht? Warum Maria nicht?